endlich zu Ende. Hallo. Ich bin Aphrodite. Hallo? Die Göttin der Liebe. Oh, ja. Hm? Hallo. Okay, kommt nichts Neues. Hallo, Leutchen, wie läuft's denn so? Ich bin Ares, der Kriegsgott. Ich habe eine Neuigkeit. Hier wird gerade eine Familienfehde entfacht zwischen meinem temperamentvollen Vater Zeus und meinem rachsüchtigen Onkel Poseidon und meiner sturen Halbschwester Athena. Ich fürchte, wenn dieser Krach vorbei ist, wird vom Olymp nichts mehr übrig sein. Du siehst ein bisschen mitgenommen aus. Wie läuft's denn so, Poseidon? Gibt es was Neues von Echidna? Seit Zeus wieder mal Athena vernascht hat, nichts. Das ist auch am besten. Dieses primitive Weib bringt alle nur in Schwierigkeiten. Könnte sein, dass ich nicht ganz durchblicke. Aber wenn Athena für Echidnas Verschwinden verantwortlich ist, wie soll sie dann in der Lage sein, dir aus Zeus' Magengrube herauszuhelfen? Ruhe! Sagtest du Echidna? Ja, Echidna ist meine Enkelin. Sie hat das Köpfchen einer reizenden Nymphe, aber den Körper einer Schlange. Zeus hat ihr Leben verschont und das ihrer Kinder auch, damit zukünftige Helden noch Herausforderungen finden. Sie wird gerade vermisst. Hast du irgendetwas von ihr gehört? Nehmen wir an, jemand hat sie versehentlich verhext, sodass sie jetzt verschwunden ist. Das ist typisch. Sowas könnte nur Athena getan haben. Können wir das irgendwie rückgängig machen? Ich denke, auf diese Frage kann nur Athena selbst antworten. Wenn ich sie also freundlich darum bitten würde... Ruhe! Der Poseidon. Immer haut er ab. Er und Athena zanken sich seit Jahrtausenden. Er könnte ja mal freundlich zu ihr sein, aber er ist einfach zu stur. Ich aber nicht. Wenn ich nur mal ein Wörtchen mit Athena wechseln könnte, würde ich sie bestimmt überzeugen. Viel Glück! Wie du eben gehört hast, hat Zeus sie im Ganzen vernascht. Jetzt sitzt sie in seinem Dickkopf fest. Ich glaube nicht, dass es dort gemütlich ist. Irgendwie muss ich doch den alten Zeus dazu bringen können, auf mich aufmerksam zu werden. Wenn ich Schwierigkeiten mit Poseidon bekommen sollte, könnte dieser Dreizack sich als recht nützlich erweisen. Lass mal wegstecken. Mal hier. Wir haben doch bestimmt noch eine schöne Dame. Das duftet ja übergöttlich. Eben. Dieser Duft würde meine Arbeit ganz ungemein erleichtern. Welche Arbeit? Sprüh mich sofort mit einer Duftwolke an. Ich sprüh dich bitte, an. Bitte. Ich gebe dir die ganze Flasche, wenn du Zeus dazu bringst, dass er mich zur Kenntnis nimmt. Wenn du mich damit besprühst, dann ist Zeus hier, ehe du... frische Göttlichkeit sagen kannst? So wahr ich Aphrodite bin. Besprüh sie. Oh. Oh, Zeus. Zeus, hier duftet es ja ähnlich. Nie hat meine Nase so was Göttliches gerochen. Das ist komisch. Obwohl es so gut riecht, steht auf der Flasche, es wäre nur Wasser drin, das aus einer Toilette kommt. Ich habe keine Zeit für deinen Quatsch, Aphrodite. Ich habe an dieser Stelle rasende Kopfschmerzen. Ach. Vielleicht hast du etwas gegessen, was dir nicht bekommen ist. Schluss mit dem Unfug, Dionysos. Du raubst mir den letzten Nerv. Ich hatte gehofft, dass du klüger geworden bist, Papi. Vielen Dank, rosaroter Gott der Kopfschmerzen. Null problemo. Dafür habe ich Probleme ohne Ende. Sie ist mein Problem. Sie intrigiert gegen ihre Cousine Echidna. Ich sagte dir doch, sie ist mir Schnuppe, diese halbe Frau und halbe Schlange. Dieses Biest! Wer ist dann für ihr Verschwinden verantwortlich? Wer von euch hat es gewagt? Wer von euch war so anmaßend? Pink, warst du es?
rosa-roter Gott der Kopfschmerzen. Es war ein dummes Missgeschick. Da war der Kessel und ein kleiner Junge in Schwierigkeiten und eine unsterbliche, zauberhafte, bildschöne Ninja-Meerjungfrau-Prinzessin und ein Rest griechischer Salat. Und dann steckte Echidna plötzlich in Violets Körper und Violet ist... Die ist weg. Du bist verantwortlich für das Verschwinden von Echidna? Du rosa, roter Gott? Das ist unangenehm für dich. Dein Schicksal wird sich danach entscheiden, wie du zwei fast unlösbare Aufgaben wirst. Löst du sie nicht, machen wir dich um einen Kopf kürzer. Aber... Kein Wenn und Aber auf dem Olymp. Schon gut, das mit dem Wenn und Aber werde ich mir merken. Man stelle ihm seine Aufgaben. Nur nicht so hurtig. Darf ich für diese Aufgaben nicht wenigstens trainieren? Wenn's sein muss. Wer ist das? Apollo, wer sonst? Hallo, geht's gut? Das Apollo. Ging schon mal besser. Das Rocky. Wir müssen dich in Form bringen. Auf los geht's los. Die erste Aufgabe ist der ähnlich, die mein Sohn Perseus schon einmal gelöst hat. Oho. Du musst die beiden lebenden Gorgonen töten. Perseus enthauptete Medusa mit der Hilfe von Athena und Hermes. Nun sollst du die beiden überlebenden Gorgonen aus dem Verkehr ziehen. Aber ich möchte nicht, dass auch nur ein Tropfen Blut fließt. Kapiert? Kleiner Tipp. Allein ihr Blick kann dich in Stein verwandeln. Wenn du die Sache gelöst hast, bringst du uns einen Beweis deines Sieges. Wie finde ich die beiden? Nimm Pegasus, das geflügelte Pferd. Es entsprang Medusas Körper, als Perseus ihr den Kopf abschlug. Ich bin sicher, es finde die Gorgonen. Ein Kinderspiel. Ich bin bald wieder da. Lasst euch nicht unterkriegen. Moment, kann ich? Jawohl, ich kann. Moment. Spiegelbild. Gleich wird er da. Und? Das ist gemein. Das ist mehr als gemein. Weißt du, wir nutzen das Ding da an einer Stelle und das bleibt da einfach liegen. Und kann wieder aufgesammelt werden. So, was war hier mit Pegasus? Ah, okay. Danke fürs Mitnehmen, Pegasus. Wer hat den griechischen Salat bestellt? Vielleicht ein Schäufelchen Dressing dazu? Was zu essen? Fantastisch! Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man in einem Sumpf leben muss. Hier bringt man uns nicht mal eine Pizza her.
davon, wenn man zu gierig ist. Tja, man lernt eben nie aus. So die Stimme von Elmira. Verzeihen Sie, meine Dame. Da sitzt eine Kleinigkeit zwischen Ihren Zähnen. Oder? Das wollen Sie doch bestimmt. Bart hatten wir ja schon. Okay, als Beweis. Mach doch ein Foto, das kannst du jedem zeigen. Vielleicht mache ich einfach ein Foto, das könnte ich jedem und zeigen. Und jetzt sagt bitte Kopfschmerz. Kopfschmerz! Okay, und zurück. Ich hab immer, wenn der hier ankommt, können wir wieder. Pass mal, ich flieg nochmal zurück. Hört die ersten, sagen wir mal, 4, 5, 6 Takte von der Melodie, die da in dem Ding spielt. Und sagt mir mal, wenn ihr das ein oder andere Spiel danke kennt. Danke fürs Mitnehmen, Pegasus. Woran es euch erinnert. Achtung. Nur richtige Antworten. Richtige Antwort. Oder nicht, ja. Das hier nennt man Fotografie. Man verkleinert alles mögliche Zeugs und macht eine Abbildung davon. Zeig mal her! Ich kann's nicht fassen! Ich kann's nicht fassen! Ich auch nicht. Tolle Erfindung, was? So lebensecht und... Monkey Island. Bist du sicher, dass das Ganze keine Fälschung ist? Nein! Tja, dann wollen wir mal sehen, wie es dir im geistigen Wettstreit ergeht. Ich hoffe, du hast deine Kenntnisse in griechischer Mythologie aufpoliert. In dieser Ecke mit einem Lebendgewicht von ungefähr 150 Kilogramm, wovon etwa die Hälfte eingelagertes Wasser ist, haben wir den mächtigen und rachsüchtigen Poseidon, den Gott des Meeres. In die Hose beim Paulchen Panther. In dieser Ecke der Achsel. Mit einem Gewicht von... Etwa 25 Kilogramm. Etwa 25 Kilogramm haben wir den Gott der Kopfschmerzen genannt, der rosarote Fleischwolf. Danke für Ihre Unterstützung. Wenn du die folgende Frage nicht beantworten kannst, kostet dich das deinen Kopf. Danke für den Hinweis. Ich nehme die Frage 100. Irgendwann bekam Athena Wind, dass ich in einem Athena-Tempel fand, das Medusa-Kind. Da verwandelte sie deren Locken in Schreckliches, nur nicht in Socken. Schlangen. Diesmal hat's mit Glück gesessen, aber du solltest nicht vergessen, 4 von 5 Antworten müssen richtig sein, oder du kommst ja nicht mehr raus mit keinem Bein. Weiter. Vorwärts, Junge, du schaffst es. Als die Stadt Athen einen Schutzpatron suchte, wählte sie da Poseidon oder mich. Wir brachten Geschenke da, das war für uns völlig klar. Welches Geschenk brachte ich? Richtig? Und welches Geschenk brachte er? Wasser. Obwohl deine Antwort gut war, bist du leider noch nicht aus dem Schneider. Noch eine Frage, mit der ich dich plage. Man hat sich in der Mythologie daran gewöhnt, die Götter haben ganz schön der Liebe gefrönt. Manchmal konnten sie nur noch lallen, wer ist der Vater von allen.
Die Antwort ist übrigens ein Kinderspiel. Also, wer ist der Vater von Hermes, Ares, Apollo und mir, Perseus, Dionysos und dem großen Herakles? Wieder richtig. Du hast dich gut entwickelt. Ups. Ich muss zugeben, du hast meine Erwartungen übertroffen. Bring mich zu meiner Enkelin und alles wird vergessen sein. Das tue ich nur zu gerne. Ach so. Bam 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 bam. Lass uns meinen Streitwagen nehmen. So, dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Hallo, Poseidon, das sind die lieben Leute. Liebe Leute, das ist Poseidon. Und was ist mit Zeus? Nun, Poseidon ist Echidnas Großvater und überhaupt... Echidna, komm sofort da runter! Wir haben ihr stets verboten zu rülpsen oder an der Decke zu schweben oder gar besessen zu sein. Aber dieses Kind kann einfach nicht hören! Ich sehe mir diesen Unsinn keinen Augenblick länger an, Echidna. Außerdem will ich jetzt nach Hause. Willst du denn gar nichts mehr unternehmen? Was soll ich machen? Sie hört nicht auf mich. Fibi, viel, Fili, Glum, Fili, viel, Fili. Violet, kehre jetzt zurück. Der Albtraum sei vorbei. Geht nicht. Kopf runter! Die explodiert gleich. Zeus? Zeus, mein Alter, bist du's? Nein. Ich weiß nur, Bill Gates ist es nicht. Knapp vorbei ist auch daneben. Warum schreien wir eigentlich so? Weil es gruselig ist. Es ist echt gruselig. Genug! Lass uns heimgehen. Ich habe Kopfschmerzen. Nimm zwei Kopfschmerztabletten und ruf mich morgen früh an. Wird gemacht. Was für ein mega schrecklicher Traum. Violet, komm, wir wollen nach Hause gehen. Können wir das hier behalten? Wie teuer? Geht auf Kosten des Hauses. Wirklich? Ohne prominenten Zähne sind Sie ein Nichts! Haben Sie mich verstanden? Ein Nichts! Wenn ich die alten Zähne hätte, würde ich manches Liedchen singen an dieser Stätte. Aber nach all dem Ärger mitnichtern, will ich lieber drauf verzichten. Sie hätten Opernsänger werden sollen, Shaky. Dieses Lob von Ihrer Zunge bedeutet mir sehr viel. Darf ich Sie nach Hause begleiten? Aber doch liebend gern. Warten Sie! Was ist mit den Zähnen? Ohne prominenten Zähne sind Sie ein Nichts! Haben Sie mich verstanden? Ein Nichts! Quatsch, ich war doch nicht wegen der Zähne hier. Ich war wegen des kostenlosen Essens hier. Prost. Ja, ja, ein bisschen abgedreht ist es gerade. Ich habe heute Abend was dazugelernt. Wenn keiner dieser wichtigen, reichen Leute diese Zähne braucht, um sich reich und wichtig zu fühlen, dann brauche ich sie ganz sicher auch nicht. Da hat der Sohn alles verkackt. Den kompletten Deal verkackt. Ein bisschen unrealistisch ist es jetzt gerade. Warten Sie! Was ist mit den Zähnen? Ohne prominenten Zähne sind Sie ein Nichts! Haben Sie mich verstanden? Ein Nichts! Ah, Himaki. Ich hätte kein besseres Ende erfinden können. Jetzt haben wir endlich die restlichen Ersatzteile für dich. Was wirst du jetzt tun, Himaki? Ich kandidiere als Bürgermeisterin.
Nathan Junior, du hast es geschafft! Hast du mich verstanden? Du hast es geschafft! Das war ein starkes Stück, Freundchen. Du bist zu weit gegangen. Diesmal schicken wir dich auf die Knochenbrecherakademie. Hast du verstanden? Dort hätte ich dich schon vor Jahren hinschicken sollen. Ich wollte doch immer so gerne Zauberer werden. Und nun habe ich schlicht versagt. Nur keine Aufregung, Nathan. Ich habe sicher auch Fehler gemacht. Ich habe wohl zu große Hoffnungen auf dich gesetzt und wollte deine Fähigkeiten fördern. Also habe ich mich hier und da ein bisschen eingemischt und meine Nase in Dinge gesteckt, die mich nichts angehen. Aber du hast eigentlich dein Bestes getan. Selbst mit deiner Hilfe könnte ich das alles nicht wieder gut machen. Ich bin eine Niete. Ich weiß allerdings von einer Sache, die du ganz allein zu Wege gebracht hast, und die war ein voller Erfolg. Ein echtes Zeugnis deiner Fähigkeiten als Zauberer. Was? Der vergiftete Apfel. Die Wirkung war genau die, die du erwartet hast. Und dabei hat dir Strangeblood kein bisschen geholfen. Eigentlich hast du recht. Wenn ich es so recht bedenke, könntest du eigentlich eine Lehrstelle bei mir annehmen. Dann kannst du bei mir bis zum Gesellenbrief alles lernen, was ich über Zauberei weiß. Ist das bei der IHK oder bei der Handwerkskammer? Ich hab's im Gefühl, dass sie zustimmen werden. Wiedersehen, Nathan. Viel Erfolg beim Zaubern. Wiedersehen, Strangeblood. Übrigens, wir sollten mal eine Diskussionsrunde gründen und über deinen verrückten Namen nachdenken. Nun hat alles wieder seine Ordnung. Als ich den Job als Handelsvertreter übernahm, hatte ich keine Ahnung, dass diese armen Leute immer nur auf Achse sind. Aber immerhin erlebe ich überall, wo ich mich aufhalte, fantastische Abenteuer. So, jetzt erzähl mir, wie du den vergifteten Apfel gezaubert hast. Alles zu seiner Zeit, Strangeblood. Alles zu seiner Zeit. Ah! Das war der rosa-rote Panther. Ich weiß gar nicht, wie das im Original da hieß. Hab's echt vergessen. Ah, eine Zauberformel war das, genau. Oder eben halt Hokuspokus, Pink. Im englischen Original. War ein bisschen abgedreht. Und kürzer als der andere, oder? Aber war schöne Kost zwischendurch, vor allem, weil Paulchen Panther dazwischendurch ist. Ich hätte natürlich wieder gern gehabt, aber ist wahrscheinlich dieses GEMA-Gebühren, Copyright, hast du nicht gesehen? Wer hat an der Uhr gedreht? Ich glaube, das wäre richtig gut gewesen hier. Weil es ist schon recht spät. Mit Blick auf der Uhr. Wie sag ich's nur? Es ist jetzt langsam Feierabend. Ne? Und ich höre jetzt auf zu reimen. Nein, schönes Spiel, schöne Synchro, aber eben halt wirklich sehr linear, sehr geradlinig und sehr abgedreht. Und jetzt ist das Spiel aus. Passiert hier noch was? Hallo? Hallo? Es kommt das Menü. Ich glaube, nein. Ich speichere mal. Oder muss ich hier irgendwo, vielleicht kann ich hier irgendwo was anklicken und schalte irgendwas Geheimes frei? Ich glaube, nein. Dieser Menüpunkt ist noch nicht implementiert. Gut. Oh, jetzt gibt es eine Diagnose. Die lautet wie? Ist nicht implementiert. Schade. Guck mal, da gibt es Hinweise. Ist auch nicht implementiert. Naja, warum auch nicht? Vielen Dank fürs Zusehen. Ne? Passt eigentlich ganz gut. Ist fast Mitternacht. Wir brauchen hier nichts Neues anfangen in den letzten 10 Minuten. Wir sehen uns morgen Abend wieder mit... Noch kein Plan. Kann sein, dass wir uns bei Alan Wake sehen. 2. Es kann sein, dass wir was anderes spielen. Ich habe eine Sache vor... Ich weiß noch nicht, wann ich damit anfange, aber wir gehen doch einige Jahre auf eine Konsole zurück und werden wahrscheinlich ein Spiel auf einer Konsole spielen,
die... Jetzt muss ich mal doch gucken. Warte mal. Moment. Werden ein Spiel auf einer Konsole spielen, welches im Jahr 2008 veröffentlicht wurde und in meinen Augen mit zu einem der besseren Action-Rollenspielen gehört. Und aber wann wir damit anfangen, irgendwann die Tage. Vorbereitet ist es zumindest, da freue ich mich schon drauf. Genau, schlaf gut, träumt was Schönes, habt einen schönen Start in den Mittwoch und wir sehen uns dann, wie gesagt, morgen Abend, würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.